Moinsen Leute, herzlich willkommen zurück zu den LoL News. Heute gibt es mal wieder eine Menge Roster-Swaps, die wir abzuklären haben. Wir teilen das Ganze in die verschiedenen Regionen ein. Wir fangen an bei Europa. Da hat sich Unicorns zuerst einen neuen Spieler geholt, und zwar White Knight. Ja, der Kollege ist schon sehr, sehr lange in der Szene, kürzlich bei PSG in der Challenger Series eingesprungen. Da die jetzt aber natürlich zurückgetreten sind, hat er ein neues Zuhause gesucht. Schauen wir mal, ob er bei den Unicorns ein bisschen mehr Erfolg hat als bei PSG. Er wird aber tatsächlich nicht der einzige Spieler von diesem PSG-Roster sein, welcher es nächstes Jahr in die LCS schaffen wird. Auch Blank, ja, nicht SKT-Jungler, sondern eben PSG-Midlaner, zuvor bei Jhin. Er, wenn mich nicht alles täuscht, wird nächstes Jahr anscheinend bei Rocket in der Mitte spielen. Aber ja, die deutsche Organisation hat sich nicht nur ein, sondern natürlich gleich ein koreanisches Duo, so wie man das ganz gerne mal macht, geholt. Und zwar Prophet von der Toplane von NIP. Beide jetzt nicht unbedingt erfolgreich mit ihrem Team gewesen, aber individuelle Leistungen, die haben auf jeden Fall gestimmt. Dann hat sich G2 noch Wunder von Splice geholt, und um diese Lücke zu füllen, hat Splice sich Oduamne von H2K geholt, genauso wie Xerxe von den Unicorns. Springen wir nach Amerika, dort ist ja schon etwas länger bekannt, dass Afromoon nächstes Jahr nicht mehr für CLG spielen wird. Damit geht auf jeden Fall so ein Stück weit eine Ära zu Ende. Er wird den 100 Thieves joinen. Ja, mal gucken, ob er diesen Namen irgendwie ein kleines bisschen Glanz verleihen kann, weil der hat aktuell nicht ganz so viel. Wer sein AD Carry sein wird, ist aber noch nicht bekannt. Bis auf den AD Carry hat man jetzt auch auf jeder Rolle einen Spieler, und mit Someday, Meteor, Ryu und jetzt Afromu könnte man mit einem anständigen AD Carry auf jeden Fall einiges anrichten. Mein Traum wäre natürlich immer noch Forgiven, wobei das geht ja aktuell nicht wegen den Auslandsregeln, aber das wäre doch mal ein Traum. Afromu und Forgiven, ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, aber auch wieder richtig geil vorstellen. Machen wir weiter mit Cloud9, die haben ja Contracts verloren, brauchten dementsprechend einen neuen Jungler, und TSM haben sich einen neuen Jungler geholt und brauchten ihren alten nicht mehr, also 1 und 1 passt gut zusammen. Dachte sich Svensgrin, gehe ich doch zu Cloud9, und damit jetzt ein neues Zuhause für ihn. Technisch gesehen schon ein Downgrade, würde ich sagen, für Cloud9. Contracts war im letzten Jahr sehr, sehr stark, aber Svensgrin hat auch in der Vergangenheit schon gut performt. Ist ein absoluter Veteran, der schon sehr, sehr lange in der Szene dabei ist und vielleicht bei Cloud9 zu neuem Glanz erstrahlen kann. Soviel zu Amerika, aber auch Korea schläft nicht, was die Offseason angeht. Dort ist vor allem bei SKT zu bemerken, dass sich spielertechnisch zwar nicht so viel verändert hat bisher, sie haben nur ausgedünnt, ne, Huni und Peanut rausgeschmissen, aber auf den Analyst-Positionen, da hat sich einiges getan, und zwar hat man sich Bengi und Pumandu, das sind zwei ehemalige Spieler, mit denen SKT bereits Weltmeister wurde, rangeholt, um im nächsten Jahr da analysetechnisch ein bisschen weiter vorne zu sein. Und ein Team, welches normalerweise immer eher ein bisschen weniger in den Schlagzeilen ist, hat es jetzt mal hier in die LoL News reingeschafft, und zwar die Barbecue Olivers. Ja, das ist wirklich der Name. Die haben sich nämlich unsere EU-Koreaner Trick und Igna geholt. Die beiden werden jetzt zusammen spielen, also aus den zwei besten EU-Teams jetzt zusammen in einem koreanischen Team. Barbecue Olivers ist jetzt kein Top-Performer. Ja, also die waren selten in den oberen 3-4 Plätzen mit dabei, waren auch noch nie auf den Worlds, wenn mich nicht alles täuscht, aber vielleicht können Trick und Igna da ja ein kleines bisschen nachhelfen. Genug mit Spielerwechseln, zu guter Letzt gibt es noch was für euch zu gewinnen, zwar nicht jetzt sofort, aber bei Summoners Inn auf der Webseite. Im Laufe des Dezembers verschenken wir 25 mal 20 Euro Riot Points in unserem Weihnachtsgewinnspiel, und alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf der Webseite aktiv sein und unter verschiedene Artikel kommentieren, weil euch damit eine höhere Gewinnchance zugeschrieben wird. Ihr könnt natürlich auch unter einen Artikel mehrmals schreiben, aber da wird es dann nicht erhöht. Ne? 500 Euro Ride Points insgesamt ist eine ganze Menge. Wir sind ja natürlich auch großzügig. Nee, von daher versucht euer Glück. Viel Spaß in der Kluft. Das war's jetzt mit den LoL News, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche bei den All-Stars oder aber genau hier an dieser Stelle wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.